hat er denn? Ich wollte Henris Blut nicht an meinen Händen. Nicht? Warum nicht? Boah, Alter, wie der guckt. Ach. Mach mal Augen zu. Er sah entschieden besser aus. Ich legte die Brille wieder dahin zurück, wo ich sie hergenommen hatte. Es war besser, die Beweisstücke unverändert zu lassen. Okay, dann machen wir die Augen lieber auf. Was ist denn hier? In der Hand des Toten befand sich ein kleiner Zettel. Es war zu verführerisch. Ich musste einen Blick darauf werfen. Da stand 14.30 Uhr. Seien Sie bereit. Sah harmlos aus, bis mir auffiel, dass der Diebstahl genau um 14.30 Uhr stattgefunden hatte. Ach. Irgendwas stank hier zum Himmel, und das waren nicht nur die Fischkanapés. Ach. Ich steckte den Zettel schnell zurück. 14.30 Uhr. Der arme Kerl. Der arme Kerl. Sonst gibt's hier nichts. Na, wir lassen den mal lieber so, wie es sein soll. Halt, irgendwann offen. So. Das war ein Klumpenkaugummi. Das war ein Klumpenkaugummi. Ja, ja. Der Pizzakarton. Wollen wir mal gucken. Der Dieb hat den Pizzakarton zurückgelassen. Was da wohl drin ist? Pizza. Tja, nicht wirklich überraschend. Pizza. Der Kerl musste hungrig gewesen sein. Es war nur noch ein Stück übrig. Huch. Niemand hatte bemerkt, dass die Schachtel auf den Boden gefallen war. Ich beschloss, sie in Ruhe zu lassen. Warum? Ich beschloss, sie in Ruhe zu lassen. Trottel. Noch eine funktionierende Alarmanlage. Der Dieb hatte also das einzige Bild mitgenommen, dessen Alarmanlage sabotiert worden war. Aber warum gerade dieses Bild? Aber warum gerade dieses spezielle? 55.000. Schade. Ganz knapp über meinem Budget. Ich hätte nur kurz 65 Riesen zücken müssen und das Prachtstück wäre meins gewesen. Natürlich. Das ist ja nicht. So, was haben wir denn da? Was kostet denn das schöne Prachtstück? Für den gediegenen Connoisseur und für die Kleinigkeit von 80.000. Preisgünstig. Die Büste stand recht wackelig auf dem Podest. Ich rufe mal Nico an. Für das Smartphone. Hallo, Nico. Nico ging nicht ans Telefon. Kein Wunder. Was ist denn, wenn ich hier... Rickenbacker. Keine Ahnung, wer das sein soll, aber ich rufe den einfach mal an. Hallo, Mr. Rickenbacker? Stoppard, was wollen Sie? Mr. Rickenbacker, es gibt da ein Problem. Kaum überraschend, wie? Hoffe, es hat nichts mit diesem Lézard Bleu zu tun. Ich fürchte doch, Sir. Es hat einen Raub gegeben. Oh, großartig. Fehlt aber nur ein Bild. Na, weshalb verschwenden Sie dann meine Zeit? Finden Sie das Bild. Oder finden Sie raus, wie wir um die Zahlung rumkommen. So behalten Sie Ihren Job, Stoppard. Verstehe. Vielen Dank, Sir. Oh, bitte. Sonst noch was, was Sie mir sagen wollen? Der Dieb hatte eine Waffe. Er hat den Galeristen erschossen. Ist er auch bei uns versichert? Nein, Sir. Na, das sind doch mal gute Nachrichten. Boah. Haben Sie denn wenigstens schon eine Spur? Die Alarmanlage ist sehr wahrscheinlich sabotiert worden. Der Alarm des gestohlenen Bildes war unterbrochen. Also war es ein
Insider-Job. Wen gibt es sonst noch in der Galerie? Da ist ein Priester. Aha. Meine Mutter sagte immer, Geistlichen sei nicht zu trauen. Sie muss es wissen, sie hat schließlich einen geheiratet. Da ist ein Typ namens Hector Lane. Lane? Warum kommt mir der Name bekannt vor? Er ist Kunstkritiker. Ich glaube, er steckt mit hinter der Ausstellung. Könnte er es gewesen sein? Lane kann es auf keinen Fall sein. Trotzdem ausquetschen wie eine Zitrone. Ich will die Kerne sehen. Um Lane auszuquetschen, würde ich längere Arme brauchen. Kriegen Sie raus, wer den Alarm sabotiert hat, und finden Sie das Bild. Und rufen Sie erst dann wieder an. So ein Arsch. Gucken. Selbst im bewusstlosen Zustand sprach Lanes Körper auf Nahrung an. Oh. Lane war völlig weggetreten. Ich brauchte irgendwas, wovon er zu sich käme. Lane war ohnmächtig geworden. Ich musste einen Weg finden, ihn wieder zu sich zu bringen. Das ist jetzt echt doof, wa? Mal, kann man... Das ist vielleicht eine doofe Kombi? Das passte nicht zusammen. Ja, hab ich mir gedacht. Kann man vielleicht... Warte mal. Den Schloss damit knacken? Es gab keine losen Teile zum Abschneiden. Der Knipser würde da nicht viel ausrichten. Hätte ja sein können. Das Kabel führte von der Kamera in den Raum mit dem Privatschild. Das Kabel führte von der Kamera in den Raum mit dem... Ja. Ich muss jetzt... Keine Ahnung. Aus einfach, dass ihn wieder zu sich bringen. Riechsalz? Wo soll ich denn Riechsalz jetzt herkriegen? Vielleicht der Priester? Pater? Der Pater? Ja, mein Sohn. Was meinten Sie damit, dass ich hier etwas ungeheuer Böses abgespielt habe? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Wie bitte? Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Der Teufel ist immer und überall, Mr. Stobbart. Ah ja. Hat Henri noch irgendwas gesagt, bevor er starb? Er sagte, halt den Wagen an, lass mich einsteigen. Was könnte das bedeuten? Das werden wir vielleicht nie erfahren. Ausstellung. Was führt Sie zu dieser Ausstellung, Pater? Das Gemälde. Welches? La Maledictio natürlich. Das Gemälde, das gestohlen wurde? Ich musste mich dem Bösen stellen. Naja. Ich glaube, hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja, Mr. Stobbart. Endlich erkennen Sie die Wahrheit. Nein, Pater. Ich wollte damit sagen, dass der Raubmord offenbar ein Insider-Job war. Das Werk des Teufels ist immer ein Insider-Job. Oh Gott. Oh Mann. Ein Kabel der Alarmanlage des Gemäldes wurde absichtlich durchtrennt. Vielleicht hat es der Teufel persönlich gekappt. Aber soweit ich weiß, sind in letzter Zeit sehr wenig geschweifte Kerle mit Hörnern und Klumpfuß gesichtet worden. Sie machen sich über mich lustig, Mr. Stobbart. Aber wie Sie noch merken werden, lacht der Teufel gerne als Letzter.
Naja. Kennen Sie den Code, mit dem man ins Büro gelangt? Nein. Aber Sie könnten ja beten und Gott bitten, Sie zu leiten. Gott. Bei allem Respekt, Pater, aber ich suche nach einer etwas schnelleren Lösung. Ja, Mann. Was wissen Sie über den Mann, der La Maledictio gemalt hat? Über El Serp? Er war ein Mann, der mit dem Feuer spielte. Dem Feuer der ewigen Verdammnis. Gott, Alter, was ist mit dem los? Erzählen Sie mir etwas über das gestohlene Gemälde. Wer immer in seine Nähe kommt, wird in der Hölle brennen. Aha. Erkennen Sie das hier? Den Nagelknipser? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ich auch nicht. Möchten Sie vielleicht dieses Stück Pizza? Hier ist gerade ein Mann gestorben. Nein, danke. Wo kriege ich Riechsalz her? Plakat. Das Plakat sah alt aus. Ich wollte es lieber nicht berühren. Wie viele Gemälde, die bei solchen Preisen wohl verkauften? Gute Frage. Diese spanischen Modernisten waren aber echt nicht billig. Wie heißt es so schön? Jeder Künstler war auch mal ein Amateur. Ja, okay. Ich hielt es nicht für nötig, noch eine weitere Alarmanlage zu testen. Es war deutlich, dass nur eine einzige Alarmanlage sabotiert worden war. Wo kriege ich Riechsalz her? Meine lieben Freunde. Vielleicht mach ich, komm, ich geh mal raus. Ich guck mal, was draußen abgeht. Die Grafik ist einfach nur affengeil. Eine ruhige Straße in einer gehobenen Gegend. Nicht gerade das ideale Pflaster für Gelegenheitsdiebe. Eins muss man den Franzosen ja wirklich lassen. Die wissen, wie man stilvoll pinkeln geht. Ich war schon immer fasziniert von den Buntglasfenstern in Paris. Gehen wir hier hin. Hallo. Verzeihung. Monsieur,